Hallöchen, willkommen zurück hier auf dem Gelände von Hogwarts, wo ich eine Idee hatte. Denn ich war ja gerade von Professor Sprouts Allraunenkunde so fasziniert, dass ich noch ein bisschen erkunden wollte. Und da bin ich an Hagrids Hütte vorbeigelaufen. Und ich dachte mir, ja, lass doch unseren alten Freund Hagrid einfach mal besuchen. Vielleicht ist er zu Hause, meine Freunde. I don't know. So. Ja, wo ist er denn, der liebe Boy? Wo ist er denn, der Gute? Der Junge? Kann ich hier rein? Ich kann hier rein, tatsächlich. Ist er zu Hause? Er ist da, Hagrid! Yo! Hallo, Harry. Schön, dass du mich besuchst. Kannst bleiben, solange du willst. Yo! Mein Boy, der Hagrid. Ein Wiederbelebungstrank. Yo! Ja, aber Hagrid, ich meine, erzähl mal doch was. Ich meine, ich komme dich besuchen und du stehst da am Feuer und erzählst mir nichts. Okay, dann chillt der Junge einfach. Der will nicht gestört werden, der Riese. Ne? Der hat heute noch was zu tun, meine Freunde. Deswegen lassen wir den guten Hagrid. Lassen wir ihn. Lieben wir ihn be. Ne? Lieben wir ihn be. Aber wir wissen, wir sind immer willkommen bei dem Typen. Und wir gehen zurück ins Schloss. Wir haben hier draußen nichts mehr verloren. Obwohl, wir könnten den Incendio-Zauber mal ausprobieren. Obwohl ich keine Magiepunkte mehr habe. Ich habe Magiepunkte. Damn, was bist du denn? What the hell? Wie es aus dem Boden kommt, Alter. Du bist ein Wurm, oder? So ein komischer... Ein Flubberwurm, Alter. Noch schlimmer. Verwundbar durch den Zauber, okay. Ein dicker, brauner Wurm, der riesige Mengen Schleim produziert und sich von Grünzeug ernährt. Okay. Verdimilos! Okay. Warte mal, es ist gar nicht der Verdimilos, es ist der Vermilios. Ich verwechsel die beiden Zauber immer. Wer kam auf diesen Namen, Alter? Weißt du, so Flipendo, okay, hört sich an wie so ein Kinderzauber. Flipendo, ne? So, aber Verdimilos und Vermilios? Keine Ahnung, Alter, wer auf diese Idee kam, ey. Aber das sind die Zaubersprüche der Videospiele, Leute. Ich würde auf den höchsten Turm von Hogwarts klettern, um Professor Lockharts Unterricht... Oh Gott. Im dritten Stock. Ja, da haben wir auch schon unsere Antwort. Der nächste Unterricht ist bei Lockhart. Und der ist im dritten Stock. Du bist Ravenclaw, oder? Ja. Warum können nicht alle Lehrer so... Oh, goddammit. Die haben sich echt Mühe gemacht, dir zu zeigen, wo du hin musst, ne? Jeder redet gerade über Lockhart. Oh, die Bibliothek. Können wir hier auch wieder so ein... Jo, wir können hier... Können wir hier auch wieder einen Zauber finden? Sollen wir heute mal wirklich die Bibliothek absuchen, Leute? So nach Zaubern, weil beim letzten Mal... Ne, nur damit ich das nochmal gesagt habe. Beim letzten Mal, in der allerersten... im ersten Teil von Harry Potter, haben wir hier in der Bibliothek einen der krassesten Zauber gefunden. Den Versteinerungszauber, mit dem wir dann Voldemort besiegen konnten. Okay, und zwar ziemlich easy. Also, hätten wir diesen Zauber da nicht gefunden, wäre das definitiv um einiges schwerer geworden. Und deswegen, vielleicht gibt es hier noch einen Zauber. Oh Gott. Ja, warte mal, du warst Flipendo Duo schwach, ne? Oh Gott. Warte mal, diese Feuerkrabbe war... War die nicht schwach gegen Flipendo? Oh, warte mal, der andere Zauber hat auch funktioniert, ne? Dammit. Ja gut, keine Ahnung, dann versuchen wir es damit. Oh, eine... Wow, okay, das macht definitiv mehr Damage. Okay, die... Oh, shit! Okay, die rote Krabbe immer mit dem grünen Zauber töten. Oh je, oh je, oh je. Hoppala, hoppala, hoppala. Ich probier's nochmal mit diesem Ding. Holy shit, wie wir uns hier hochheilen müssen, ne? So. Magie aufladen funktioniert nicht mehr, weil die Karte 52 uns fehlt. Besenprügelei. Heilender Angriff. Harry wird nach einem Angriff sofort geheilt.
Oh je. Okay. Nope, ich glaube, diesen Kampf verlieren wir. Es macht keinen Sinn hier. Oh oh. Oh mein Gott, und wir können nicht entkommen. Ich hab nicht vor, hier wieder zu verrecken, Digga. Dankeschön, meine Fresse. Puh, okay. Schüler haben ohne Erlaubnis nichts in der verbotenen Abteilung zu suchen. Das ist sie, die verbotene Abteilung, die kleine, ne, das kleine Ding da. Okay. Im ersten Teil war die definitiv ein bisschen größer. So, dann gucken wir mal. Ne, also hier finden wir gerade nur Karten und ein bisschen Kohle, ne? Wobei Kohle auch ganz gut ist, weil wir müssen definitiv uns ein bisschen besser equippen. George, Weasley, es tut mir leid, oder Fred, wer auch immer du warst. Ich brauche anscheinend Gummihandschuhe doch, weil ich krieg hier hart auf die Fresse von jedem kleinen Ding. So, aber keine Zauber, tatsächlich. Wir sind ein Stockwerk höher, wir können hier runter gucken, ne? Da, wo wir vorher waren. So. Und noch eine Karte. Hier müsste Lockharts Zauber, ja. Oh, warte mal. Ich glaube, in dieser Unterrichtsstunde müssen wir Wichtel töten, oder? Und Wichtel waren ziemlich fucking strong. Okay. Ich bin Gilderoy Lockhart und der Merlin fünfmaliger Gewinn. Warum schreien sie so? Charmantestes Lächeln. Preis ist der, was? Hexenwoche und euer neuer Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Jetzt habe ich aber genug über mich gesprochen. Vielleicht möchte jetzt einer von euch sprechen. Ist ganz schön verrückt nach sich selbst. Ach, der Typ, ja. Der ist so hot, der Boy. Keiner? Naja, dazu haben wir ja noch später genug Zeit. Besonders in den mündlichen Prüfungen. Es ist meine Aufgabe, euch die heimtückischsten Geschöpfe zu, was zu zeigen und euch gegen sie zu wappnen, die Zaubererwelt kennt. Vor Kreaturen wie diesen zum Beispiel. Was sind das für Wesen? Wichtel. Digga, ich habe gerade vorhin einen Wichtel gekillt. Aus Cornwall natürlich. Bitte nicht schreien, das ermutigt sie nur. Sie sind doch nicht gefährlich, oder? Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Sehen wir mal, wie ihr mit ihnen klarkommt. Ja, sind die gefährlich? Ja, die sind schon ziemlich gefährlich. Schauen wir mal, wie ihr mit ihnen klarkommt. Nice. Gut, bester Lehrer, Alter. Nur die Ruhe, meine lieben Schüler. Treibt sie zusammen. Ist doch kinderleicht. So macht man das. Pesky Wichteli Pester Nomi. The fuck? Ich muss leider weg in eine Spiegelfabrik. Ich sitze in der Jury bei einem Schönheitswettbewerb. Der Unterricht ist beendet. Fug, Alter. Wir können sie nicht einfach laufen lassen. Sie werden die ganze Schule in Schutt und Asche legen. Aber was sollen wir tun? Du brauchst jetzt nicht mehr die Hand zu heben, wenn du etwas sagen möchtest. Ich habe das gerade verpasst. Hat Hermine echt die Hand gehoben? Hat Hermine echt die Hand gehoben? Oh, klar. Wir fangen sie einfach wieder ein. Hat Hermine wirklich gerade die Hand gehoben? Oh, das war das hier. Oh, warte mal. Wie ging das? Oh, oh. Da habe ich damals auf dem Gameboy einfach alle bekommen. Aber nope, hier ist es ein bisschen schwieriger. Mit Tastatur. Obwohl, so geht das ziemlich gut. Yo, so geht das easy, meine Freunde, easy. Oh, okay. Tut mir nicht weh! Oh, Harry, Ron, Hermine! Sie haben die Wichtel wieder alle eingefangen. Sie sind jetzt alle wieder im Käfig. Die Gefahr ist gebannt. Gute Show! Ich bin zurückgekommen, um sie zu bekämpfen. Und wollte außerdem ein paar signierte Fotos holen. Ich konnte es doch nicht zulassen, dass sie meine Fotos zerstören. Ron und ich können ihnen da nur zustimmen. So, jetzt haben wir sie gesehen, wie man mit ihnen fertig wird. In meinem nächsten Buch erwähne ich, wie hilfsbereit sie alle drei waren. So, jetzt aber ab mit ihnen. Yeah, Ron ist wieder in der Party. Oh, Hermine. Hermine Granger ist in der Party. Nice.
So, gibt's hier noch was zu holen, zu sehen, zu bestaunen? Ja, wahrscheinlich das, das Dinosauriergerüst da oder was auch immer das ist. Was im Film von den Wichteln, auf den Boden geslammt wurde. Nope, diesmal nicht. Auch die, was auch immer das sein soll, sollen das, wie nennt man's? Soll das Knoblauch sein, was da an der Wand hängt? Keine Ahnung, Alter. So, wir gehen raus. Wir haben, Harry, Oliver Wood wartet auf dem Quidditch-Platz auf dich. Heute ist Quidditch-Training. Oh, nein. Du hast alle entflohenen Wichtel eingefangen. Lauf schnell zum Sammlerverein. Oh Gott, come on. Was zum Teufel soll das hier sein? Das ist obviously etwas. Okay, Was für ein Level hat Hermine? Hermine ist auf Level 12. Harry ist auf Level 12. Ron ist auf Level 12. Okay. Aber Hermine hat kein bisschen Ausrüstung, oder? Kann das sein? Jo. Hermine hat kein bisschen Ausrüstung. Ja, gut. Okay. La, da, da, da. Dann gehen wir mal raus. Wir sind gerade im dritten Stock. Das heißt, 2 und dann raus. Ich bin gespannt, wie das Quidditch-Training hier noch gemacht war. Das war mega cool gemacht, glaube ich. Das Quidditch-Training habe ich die ganze Zeit gemacht. Beziehungsweise die Spiele wollte ich die ganze Zeit. Ich glaube, als Kind habe ich ständig das Quidditch-Spiel verloren in der letzten Sekunde, weil ich es einfach nochmal spielen wollte. Und ich habe stundenlang einfach nur dieses Quidditch-Spiel gespielt und es immer verloren, weil ich einfach nochmal wollte. Das war so awesome, ne? Früher gab es halt solche Sachen nicht wie, keine Ahnung, Mann, dass man irgendwo fliegen konnte und so. Ich habe früher auch übrigens Super Mario 64, habe ich ständig das erste Level gespielt, nur um die Flugmütze zu bekommen, nur um durch das Level zu fliegen, stundenlang. Ich bin so gerne da rumgeflogen, ich habe das lieber gemacht, als irgendwelche Level zu lösen. Und mein besten Kindheitsfreund hat das immer mega aufgeregt, weil wir haben uns auch abgewechselt mit den Leveln. Einmal durfte er ein Level machen, einmal habe ich ein Level gemacht. Und er hat immer so ein Level gemacht und als es fertig war, bin ich zurück ins erste Level, nur um dann irgendwie 10, 20 Minuten mit dem Flug, mit dem Flugmütze rumzufliegen. Und ich habe gar kein richtiges Level gemacht. Ich wollte einfach dieses Level spielen, um da rumzufliegen. Und den hat es mega gestresst, weil ich meine, ich habe kein Level gemacht. Und es war auch theoretisch nie fertig. Und es war nur das erste Level, was sowieso schon fertig war. Also ich war eine richtige Missed, Alter. Aber ich wollte gerne fliegen, Alter. Deswegen, oh, warte mal, das war die Flugstunde. Nicht das Quidditch-Feld. Das Quidditch-Feld war weiter unten, glaube ich, ne? Ja, ja. Die alten Stories, Freunde. Ich war ein richtiger Mongo als Kind, ey. Bin ich immer noch, aber damals, holy shit, ey. Aber ich wollte einfach fliegen, Mann. Ich wollte, fliegen war schon immer so, ne? So, okay, wir sind da. Moin, my boy. Schön, Gryffindors Sucher wiederzusehen. Bist du bereit für eine kleine Quidditch-Wiederholstunde? Nun, ja, ich denke schon. Erste Frage. Wo wird Quidditch gespielt? Auf dem Quidditch-Platz, unter freiem Himmel. Alle reiten auf Besen. Warte mal. Ich habe jetzt ein Jahr lang diesen Sport ausgeübt und du fragst mich, wo dieser Sport und mit was? Also, okay. Das könnte man zum Beispiel jemanden fragen, der nicht Harry Potter-Fan ist. Vielleicht weiß er, was Quidditch ist. Aber den fucking Sucher von Gryffindor. Okay. Und was ist der goldene Schnatz? Ein kleiner, schneller Ball, der ab und an im Spiel auftaucht. Ja, das ist einfach, um dem Boy hier zu erklären, ne, der hier das Spiel spielt, was man hier machen muss. Noch eine letzte Frage. Was passiert, wenn der Sucher den goldenen Schnatz fängt? Wenn ein Sucher den goldenen Schnatz fängt, erhält sein Team 150 Punkte und das Spiel ist vorbei. Alles richtig. Gut gemacht, Harry. Wie wäre es mit ein bisschen Flugtraining? Die Sache ist die, ich habe die Regeln von Quidditch nie wirklich verstanden. Wenn man doch den Schnatz erhält, okay, dann bekommt man 150 Punkte und das Spiel ist instant vorbei. Ein Tor mit dem Quaffle gibt 10 Punkte. Beziehungsweise gibt es 10 Punkte, war das ein Unterschied von Ring zu Ring? Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft waren es, glaube ich, 10 Punkte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, das heißt, ein Schnatz ist 15 Punkte wert. Also 15 Körbe oder 15 Tore beim Fußball und so weiter. Das bedeutet, es ist eigentlich scheißegal, wie viele Tore du machst.
wenn du einen Schnatz fangst, hast du sowieso gewonnen, weil 15 Tore. Und selbst wenn, sagen wir mal, Viktor Krumm, beziehungsweise sagen wir mal, ein krasses Team, ein krasses Quidditch-Team, basht dich gerade, macht so 20 Punkte. Das bedeutet ja theoretisch, dass du den Schnatz als Sucher des Gegnerteams gar nicht fangen darfst, weil du 150 Punkte bekommst und das Spiel beendet wird und du da trotzdem weniger Punkte hast als die anderen. Das bedeutet, du darfst den Schnatz nicht fangen, selbst wenn du könntest. Und die Gegner können immer weiter, ne, das macht null. Also, die Quidditch-Regeln haben irgendwie, sehe ich das falsch? Bin ich der Einzige, der so denkt? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr eure Gedanken dazu, ne, ob ihr auch dachtet, hä, es macht irgendwie keinen Sinn, dieses Spiel. Oder ob ihr irgendwie mich verbessern könnt oder ob ich da was übersehen habe oder so, I don't know. Auf jeden Fall interessant. So, meine Freunde, wir fliegen! Oh, da ist der Schnatz. Genau, richtig, da war ja was. What? Willst du mich verarschen, Alter? Hä? Ich hab doch den Schnatz gerade in der Hand gehabt. So, da ist übrigens Malfoy. Yo, wie ich dieses Spiel geliebt hab, ne? Warte mal, hä? Ich hab doch diesen blöden Schnatz gehabt. Ich hab den gefangen. Für dein erstes Training war das gar nicht schlecht. Wir sehen uns dann bald wieder, Harry. Nein! Ich hab doch gedrückt. Macht, dass ihr wegkommt. Ich hab das Feld für Gryffindor gebucht. Slytherins haben keinen Zutritt. Tja, Pech für euch. Ich hab eine vom Professor Snape persönlich unterzeichnete Erlaubnis. Wir müssen unseren neuen Sucher ausbilden. Und wer soll das sein, Malfoy? Ich natürlich. Ich muss doch nur Nimbus 2001 ausprobieren. Okay. Das allerneueste Modell, der schnellste Besen überhaupt. Mein Vater war so großzügig, unsere Mannschaft damit auszurüsten. Oh Mann. Warum trainiert ihr nicht? Warum trainiert ihr nicht? Hey, was macht der denn hier? Ich bin der neue Sucher Slytherin. Wo sind die anderen, Leute? Bist du der Einzige, der jetzt hier rumbimmelt? Wie findest du unsere Besen? Sieh sie dir gut an, denn beim nächsten Mal wirst du sie nur noch als Streifen am Horizont erkennen können. Harry ist unser Sucher, weil er Talent hat. Er musste sich jedenfalls nicht in das Team einkaufen. Wer hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut? Schlammblut? Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen, Junge! Oh, damn. Der Zauber ist nach hinten losgegangen. Ron, bist du okay? Oh, er spuckt Schnecken. Ist er dein Frühstück nicht bekommen, Weasley? Oh, shit, Alter. Wir bringen dich besser zu Hagrid, der kann sicher was dagegen tun. Oh Mann, ey. Nein, ich will's nochmal probieren. Warum geht er jetzt weg? Warum geht der Junge weg? Ich wollte es nochmal. Oh, goddammit. Okay. Das war Glück. Malfoy hatte Anfängerglück, nicht mehr und nicht weniger. Ja, die Minispiele mit der Steuerung sind ein bisschen, vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat und nicht mal weiß, welche Taste was macht. Aber in Ordnung. Wir gehen zu Hagrid, Freunde. Er sagte ja, wir sind immer willkommen. Von daher besuchen wir den Boy mal. Oh nein, was hat der Junge gegessen? Sein Zauber ist nach hinten losgegangen. Mir ist mal was Ähnliches passiert, aber da kamen Sardinen aus meiner Nase. Bitte was? Bitte, können wir das nicht abstellen? Das ist der blanke Horror. Haben die Leute bei den Sardinen auch gesagt? What the fuck, Alter? Bei Schnecken empfehle ich Sirup-Bonbon. Da hauen die Viecher in ein paar Minütchen ab. Hast du welche? Nee, aber die Zutaten sind im Garten. Geh sie holen, dann mache ich Bonbons. Hier die Liste. Jo, wieder einfach Schnecken auf dem Boden liegen gerade, ne? Wirfst du ein Auge auf Ron, während wir die Zutaten holen? Mach ich. Hol wohl besser einen Eimer. Danke, Hagrid. Oh, der Ronny Boy, Alter. So, meine erste Mission mit... Wow, der Kessel ist schon gefüllt, oder was?
Ich hoffe, du findest die Zutaten, bevor mir die Schnecken noch aus den Ohren kriechen. Oh Mann, ey. Ronny Boy. Ja, unsere erste Mission mit Hermine tatsächlich, ne? Hermine war noch nie im Team. Jetzt ist sie am Start. Das ist Hagrids Garten. Lass uns vorsichtig sein. Man kann nie wissen, was hier so wächst. Ja, zum Beispiel Alraunen. Ha! Habe ich gerade was bekommen? Was wichtig war? I don't know. Eine Angriffskombi. Nice. Das ist das, was ich mir wünsche von einem Garten. Ich glaube, wir müssen nicht mal die Liste angucken, um zu gucken, was wir brauchen, sondern wir müssen einfach nur diese Löcher in den Büschen absuchen und dann haben wir alles, oder? Jesuitenette? Was? Jesus Christ. Okay, meine Freunde. Oh, hier ist tatsächlich nichts drin. Ah, natürlich ist da wieder... Ja, natürlich ist da wieder Bossgegner, Alter. Das ist... Ah, oh, das ist so klar, ey. Also, ne, in diesem... Baldrian. In diesem Spiel haben sie wirklich nicht gezedert mit den Bossgegnern. Oh, ich hätte den Jungen eigentlich mal... Was? Angriff Moralpredigt. Seid vorsichtig. Du solltest es besser wissen. Du solltest es besser wissen. Zauberstabtechnik ist. Was genau bringt das? Also, ihr habt mir gesagt, Packratte bringt ein zusätzliches Item. Okay. In der Belohnung. Was zum Teufel heißt, sei vorsichtig. 36. Oh mein Gott. Okay, die Schnecke ist bestimmt anfällig auf Feuer. Weil erstens ist es eine Schnecke und zweitens sie ist grün. Feuerschnecke. Ha! Sie ist resistent gegen Feuer. Okay. Wow, die hat nicht mal den Verdimilos. Yo, Hermine, einfach den, ne? Harry macht immer den. Boom! Hermine macht einfach nur den. Sie ist fucking badass. Okay, der hier dürfte ein bisschen mehr machen als der Flipendo. Ja. Warum auch immer, weil es ist Feuer, aber in Ordnung. Stärkt der Zauber einfach meine Verteidigung? Oder... So. Das dürfte definitiv reichen. Hermine hat sehr, sehr viel Magiepunkte. Nicht so viel Leben, aber Magiepunkte sind on fleek. Harry ist ein Level gestiegen. Das ist super, weil dieses Level verwenden wir jetzt, um den Boss zu bezwingen. Holy shit! Okay, du solltest es besser wissen. Keine Ahnung, was das bringen sollte. Okay. Okay. Ich gehe mal für den Incendio, weil das ist eine fucking Pflanze und der Incendio wird das Ding vernichten. Ja, ja, 41 Damage. So, ein Nuller-Zauber, beziehungsweise eine Nuller-Runde, kein Damage, das ist gut. Gucken wir mal, ich bin fest davon überzeugt, dass das Ding schwach gegen Incendio ist. Tentacula. Was? Vermosa Tentacula. Verwundbar durch das Ding. Nicht mal gegen Incendio? Okay. Fleischfressende Pflanze. Halt dich vom Stechen in der... Okay. Wow. Wie viel macht das? 16. Der Incendio hat viel mehr gemacht. Braucht zwar 10 Punkte, aber... Der Incendio hat viel mehr gemacht. Alter, verwundbar durch den Vermilios oder was auch immer. Das ist nicht true, Alter. Das ist eine fucking Lüge. Der Incendio ist viel krasser. So, darf Harry vielleicht auch bald wieder mal angreifen, so? Das wäre mega sick. So. Probier mal den Duo, ne? 31 gegen 43, wegen zwei Mana-Punkten Unterschied, ne? 31, 2 MP mehr, 37. Ja, also macht mehr. Macht definitiv mehr. Alter, Hermines Zauber sind stärker. Interessant. Tentakula-Saft. Jetzt haben wir alles. Wir bringen es schnell zurück zu Hagrid. Okay.
Alright. Du, 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 du. Okay. Alter, was Hagrid in seinem Garten hat, ne? Tentakula-Saft, Alter. Okay. Boom. Oh. Schön, dass ihr wieder da seid. Und alles gefunden? Ja, hier ist alles. Alles. Ein paar Sekündchen, dann sind die Dinger fertig. Halt durch, Ron. Oh Mann, ey. Oh, ah, geht schon besser. Danke. Danke, Hagrid, das hat geklappt. Ron, du siehst schon, du siehst aus, als könntest du etwas Ruhe vertragen. Okay. Ja gut, dann haben wir jetzt alle drei im Team, ne? Das heißt, jetzt könnten wir richtig fetzen. Du hast Ron geholfen, sich von seinem Fluch zu befreien. Okay. Alright, Freunde, das war's aber mit dieser Folge. Heute haben wir eine Unterrichtsstunde gemeistert bei Lockhart und wir haben Malfoy von Malfoy hart auf die Fresse bekommen. Nur um danach wieder uns zu entschnecken, ne? Was wir im nächsten Part tun werden, was wir zu tun kriegen, das seht ihr eben in diesem. Freunde, bis zum nächsten Mal.